Moin aus der Region Hannover. So, es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass ich das andere Video hochgeladen habe von gestern. Oder von heute, sagen wir mal so. Und ich will dieses hier schon mal heute wieder hochladen. Da habe ich zum nächsten Mal diese kleine Eiche gefunden. Die hat also schon so ein bisschen Spiel im Stamm. Dann gibt es hier oben Knospen, während hier oben hat, das ist das meiste abgestorben. Das liegt wohl an der Hitze oder der Hitzewelle der letzten Zeit. Es sind auch ein paar kleinere Äste abgestorben. Wir haben aber jede Menge Knospen. Natürlich die lange Pfahlwurzel her. Und die wird als erstes dran glauben. Fragt sich bloß wo. Da gehen sie so schön nach oben wieder. Das ist typisch für Eichen. Ich gehe das Risiko ein und gehe hierher. Dann habe ich hier noch, ja, das müssten ausreichend Wurzeln sein. Ich muss nur gleich ins Wasser, das mache ich gleich. Es regnet draußen wieder, wieder. So, hier sind überall Knospen. Da schenke ich die Äste erstmal drauf ein. Bisschen Laub lassen wir hier noch, das ist noch ziemlich mitgenommen. Die wird in den nächsten Tagen getopft. Dafür brauche ich jetzt euch nicht extra aufhalten. Wird gut fixiert im Topf. Die Wurzeln sind aktiv. Muss jetzt aber in den Eimer mit Sphagnummoos. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Hauptgrund dafür, dass ich jetzt noch ein Video angefangen habe am selben Tag. Sondern ich brauche eine Anregung von euch. Das Ding ist hin. Die Wurzel ist hin. So, dann kann ich ja doch noch ein Stück höher gehen. Ja. So. Eine Anregung von euch in Bezug auf die andere Eiche, die ich mitgebracht habe. Und die braucht einen deutlich weiteren Abstand hier vom Tisch. Ja. Und ich brauche Anregungen. Mir fehlen im Moment Töpfe, um ein solches Monstrum tatsächlich topfen zu können. Für euch mache ich heute dieses Video, damit ihr euch mal Gedanken drüber macht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen unter die Arme greifen, ein bisschen helfen. Wie kriegen wir da am besten mehr Sinn rein? Das ist, wie gesagt, eine dreistämmige Eiche. Und ja, es ist Charakter vorhanden, alles Mögliche, aber es ist auch eine Herausforderung. Ja, Leute, das ist es nun. Mal eben die anderen Äste hier raus. Die kleine steht erstmal im Sphagnummoos. Das ist jetzt die Herausforderung. Ich habe noch einen Beutel mit ihr eigenem Erdboden, was ich natürlich dann noch wieder brauche. Hier habe ich einen vierten Stamm weggemacht und ihr könnt sie jetzt von dem ganzen Ausmaß, glaube ich, sehen in etwa. Es ist natürlich viel, es ist natürlich sehr viel. Das Schönste ist eigentlich dieser Stamm hier, der hier so gewunden rausgeht. Jetzt ist die Frage, dieser ist so gerade, brauchen wir den überhaupt? Oder wollen wir das ganze Ding komplett verändern? Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Ich hole euch dann gleich ein bisschen näher ran, dass ihr die Stammführung noch mal ein bisschen genauer sehen könnt. Es ist schon enorm. Hier sehe ich Knospen, deshalb kürze ich den auf jeden Fall schon mal ein. So ganz lang bleiben darf der nicht. Da können wir nichts mit anfangen auf Dauer. Den kürze ich nicht so ein.
Dazu brauche ich wieder schweres Gerät. Okay. Aber ihr seht schon, das ist schon was anderes. So, hier haben wir dann die Pfahlwurzel. Auch die muss ich einkürzen. Die ist extrem dick. Ich habe auch über eine Stunde gebraucht für diesen Baum. Dann gehe ich mal ein Stück tiefer. Irgendwie kam immer wieder ein Stück Wurzel irgendwo her. Und ich musste mich ganz langsam darunter arbeiten. So, jetzt ist immer noch das Stück Pfahlwurzel da und die werde ich jetzt erstmal schneiden. Dann werde ich den Stamm schneiden, dann muss ich die Wunden versorgen. Und dann könnte ich es auch besser sehen, was ich mir unter Umständen vorstellen könnte. Denn dann hole ich euch näher ran. Okay, ja Freunde. Der Hummer ist. Da ist immer noch so eine Stelze, aber das ist alles mit der Schere machbar. Hier auch. Wurzeln sind ausreichend vorhanden. Aber die sind störrisch. Eichenholz ist schon eine besondere Geschichte. Ihr seht, Feinwurzeln. Glücklicherweise alle relativ in der gleichen Höhe. Aber hier natürlich auch noch der vierte Stamm. Den muss ich auch noch eben entfernen. Und den werde ich nicht nacharbeiten. Um das mal zu sagen. Und zwar sollen daraus neue Wurzeln kommen, denn gerade hier, wo der neue Stamm oder der ehemalige Stamm war, sind ja keine. Und wenn die Wunde offen ist, in die Erde gekommen ist, dann besteht die Chance, dass sich das alles noch legt. So, was sehe ich jetzt auf dem Display? Das heißt, ich kann das Ding ein bisschen näher holen. Mir ist jetzt klar, dass ihr den ganzen Baum nicht mehr sehen könnt. Aber es ist der größte Teil zu sehen. So, jetzt ist die Frage, also auch so lang muss dieser Arm nicht werden. Den können wir auch noch kürzen. Na, ich habe wieder Grünabfall ohne Ende nachher. Eigentlich brauchen wir diesen geraden Ast hier überhaupt nicht. Ich lasse ihn dran. Ihr sagt mir einfach was dazu. Das ist so eine Sache. Ich lasse ihn erstmal dran. So. Dann gehe ich hier in der etwas feineren Verzweigung schon ein Stück zurück. Ich möchte ihn nämlich jetzt schnell im Wasser stehen haben. Gehe hier zurück. Was bei der Linde heute Morgen so leicht war, das ist bei der Eiche. Naja, es war auch beim Ausgraben Arbeit. War wegen der Sonnenschein. Apropos Sonnenschein, der ist natürlich verschwunden in dem Moment, wo ich da war. Und da ging sofort der Wind wieder los. Und dann stand ich da im Regen. Und war angefangen, da muss man es dann auch zu Ende bringen, ne? Da ist auch abgestorben. So, ich möchte euch das jetzt ein bisschen näher vor der Kamera zeigen. So. Ja, rieselt noch so Erde raus. Naja, klar. So, ihr seht es vielleicht, wenn die Kamera sich einstellt. Hier haben wir den Stamm. Die Wurzeln sind recht gut verteilt, das heißt ungefähr eine solche Position. Jetzt muss ich doch noch in die Knie gehen, auch noch. So, andere Seite. Also etwas alte Rinde ist schon deutlich zu erkennen. Es ist auch zu erkennen, dass die irgendwann mal hier gekappt wurde.
dass das ein einzelner Stamm war irgendwann. Da haben sich diese draus ergeben. Aber hier, diese Linie, die interessiert mich. Und dazu hätte ich gern eure Meinung. Deshalb mache ich es jetzt auch nicht so allzu lang, sondern denke einfach, vielleicht kriege ich es heute noch hochgeladen und dann reden wir nochmal. Beziehungsweise dann schreibt ihr mir, was ihr denkt. In der Zwischenzeit hoffe ich denn, dass Montag, Dienstag vielleicht meine Schalen kommen und ich die auch topfen kann. In der Zwischenzeit bleibt die natürlich in Sphagnummoos stehen. Jetzt habe ich hier so ganz hohe Wurzeln, die wir gar nicht mehr brauchen. Wir wollen ja diese extreme Verjüngung auch einfangen und behalten. Und dann, ich weiß nicht, seht ihr nicht, so vielleicht den Stand so und das hier tatsächlich verschwinden lassen. Im Moment brauche ich jetzt erstmal den Pinsel, um erstmal die Schnittwunden zu versorgen. Und im Anschluss daran kommt sie auf den Balkon in einen großen Eimer mit Sphagnummoos und kann sich wieder vollsaugen. Dann wollen wir jetzt mal schnell arbeiten. Ach, ich habe gesagt arbeiten, nicht Ameisen. Hier sind Ameisen. Ach, jetzt klickt die am Harz fest. Scheiße. Entschuldigung. So, erstmal die Wunden verschließen hier. Der ist abgestorben. Da haben wir noch was. Ich kann euch gleich sagen, für meine Mitstreiter, diese Art Mehrfachstämme, davon habe ich mindestens 6-7 gesehen jetzt. Das liegt daran, dass die an einer Straße wachsen, die regelmäßig natürlich zurückgeschnitten wird. Aber stellt euch das nicht einfach vor. Denn das, was zurückgeschnitten wurde, das sagt nie etwas darüber aus, wie die Wurzeln am Ende aussehen. Was man da am Ende dann tatsächlich vorfindet. Was für eine mega Arbeit darin steckt. Ich möchte euch nur vorwarnen. Das ist keine leichte Aufgabe. So, ich würde sagen, ich habe alle Wunden verschlossen. Nein, nicht alle. Aber es ist noch genug am Pinsel, glaube ich. Doch, das ist schon, ja. Okay, so. Hier ist abgestorben. Und jetzt muss ich einfach nur schnell dafür sorgen, dass sie ins Wasser kommt. Hier ist ein Ast zum Beispiel, dieser Ast hier. Der war mal abgebrochen, der ist aber wieder angewachsen und da wächst jetzt ein Kallus drin. Ich kann euch da kurz mit der Kamera noch drauf tippen. Und muss ich das Video bearbeiten, dass es zu euch hochkommt. Ihr seht es da vielleicht schon. Der Ast war gebrochen. Er hat da ein Loch und innen drin ist Kallus gewachsen. So, das ist jetzt der Habitus. Ich bin wahrscheinlich dem Licht im Weg hin und wieder mal. Aber so kann man sich, glaube ich, ein Bild davon machen. Und ich zeige euch jetzt nochmal den Ast, den ich meine. Einmal der Stamm, dann der Ast, der sich hier so schön hoch arbeitet. Und dann die beiden geraden Stängel. Da forsche ich auch mal ein bisschen. Hier unten sehe ich zwei Knospen, vielleicht kann man das nutzen. Hier sehe ich eine Knospe. Vielleicht kann man es so weit zurückschneiden, den großen Ast besser austreiben lassen und dann am Ende ja zwar einen Dreifachstamm behalten, aber wenn der mittlere Stamm weiter wächst und viel mehr Laub kriegt und so weiter, dann wird der natürlich auch schneller dicker als die beiden anderen. So, alles Zukunftsmusik. Leute, tut mir einen Gefallen, denkt auch mal drüber nach.
Ich habe zwar schon eine gewisse Richtung, aber mich würde es interessieren, wie ihr darüber denkt. So. Alles klar.